Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. So, in der letzten Folge hatten wir ja den Backofen entleert. Wieder neu angesetzt. Nee, und nur den Betrieb. Ah, jetzt. Okay, die läuft. Und du gehst auch an. So, läuft. So, wir waren stehen geblieben, ich sah unsere Felser ziemlich geholt. Juni, Juni. Ah, ich wollte jetzt die Felder zum Feld fahren, war das schon reif? Ich schläge gar nicht mehr. Jupp. 1, 5, 8 ist reif mit Soja. Gut, dann werden wir erstmal Sojadreschen geben. Gucken wir mal, was wir reinkriegen. Erstmal einlagern und den Teil eh gleich verklingeln. Zu die Lege. Das macht gerade lustig Geräusche. Die kuschelt gerade wieder mit der Zeitung. Warum auch immer. Aber jeden das seine. So, da werden wir mal. Wie gesagt, schon. Wieder 1 anfangen, dann die 5 und dann die 8. Und brauche ich dann irgendwas Bestimmtes? Fällt mir doch jetzt nichts ein. So. Und müssen wir stehen. Ich brauche gleich. Ja, unsere Lokale mal losschicken. Halt. So. Einen unten stehen lassen irgendwo. Wahrscheinlich nicht hoch. Wir nehmen es nicht hoch. Irgendwo oben irgendwo quer hängen, dann passt das. Ist denn jetzt blockiert jetzt die Lenkung? Was ist das jetzt für eine Aktion? Ich doch ohne hin. Irgendwie jetzt nur gerade Erhängung. Habt ihr hier vom Glas-DLC was verpusht oder was? Okay, da kann man jetzt tanken, dafür machen wir jetzt mit dem Drachenschwift. Auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es Sinn und Zweck der Aufgabe ist. So, schauen wir hier hin. Komm, wir mal abklappen, schon mal den Thresher auf. Gelebt. Uns. Schnippelwerk.
du erstmal einen Baum zu sehen. Oh, das ist schön. Schalten ein und los geht's. Mal ganz kurz Wind haben. Ja, hier ist richtig. Die Maschine hat sich eingeschalten. Dann wurde ich schon wieder fertig. Die wäre schon wieder fertig, aber machen wir jetzt die Folge nicht. Müssen auch mal kurz hier rein. Na gut, die läuft. War jetzt, dass ich gucken wollte, die läuft, aber die läuft. Mal jetzt ein Feuerbund. Muss auch schon mal schick dreschen. Die Kühle müssen wir ja aufheben, dann brauchen wir ja zum Dingsbumsen. Für die BGA im Moment mal. Rest würde mich ja auch reizen, aber da brauchen wir ein anderes Gebiss. Und deswegen brauche ich ja schon mal die BGA, damit wir das Maisstroh reinfeuern könnten. Das ist für Leiden. Alles gut. Irgendwas am Rand, der ist nicht so original dazugehört, irgendwie mit irgendeinem da die Schlucke dran. Oder ungefähr? Ne. Ne. Da, abkoppeln, ankoppeln, weiter geht's. Brauchst du ja nicht selber ein, bis jetzt aber so über das Tool. Push beim Map-Wechsel, wenn es da scheint, ist auch wieder was los. Ah, Faxen macht. Schau, wie schnell es geht, noch. Schau mal, die zwei Stellen da. Na, und wie gesund. Aber stellen wir es rüber.
Das war eine Vorwende. Ich muss mal gucken, ob ich den Boden kalben muss. Aber ach, wir haben ja alles abwärmen können, sehr beweisen. Los geht's. Nächste Runde. Waschen am Morgen von Zeit kommen wir uns vor. Wie viel zigtausende Liter runterkriegen. Überlegen, ob ich unten noch mal Tüften mache. Ein Feld Getreide müssten wir ja wieder machen für das Dingsbums. Ein Schrot, glaube ich. Und Hühnerfutter. Wer schleppe die eins oder Getreide machen? 5 dann Raps sind das die 8 Kartoffeln wieder. Denn man kann nie genug Tüften im Haus haben. Das ist wie mit dem Weizen, mit dem soll man auch nicht geizen. Eine Runde machen noch, denke ich, und dann fahren wir dann auf und ab. Auf und nieder, immer mal wieder.
Erstmal mal ganz kurz gucken. Oh ja, benötigt Kalk. Oh, ins Kalk müssen wir mal gleich alle Kalk als nächstes. Wenn dann richtig. Kalk haben wir weiter, dann ist gut. Zwei Nachfackeln. Reifeisen. Reifeisen hat Lücke. Und jetzt geht's in die dritte und letzte Runde vor Gewinde. Und drei für das Vollhauerwerk und Spaß. Der kommt halt auf voll oder eher weniger. Und die 3000 Liter brauchen wir ja noch. Aber wir haben sonst nicht mal mehr 3 Minuten. Und ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit. So, Billy. Das sind 10% noch. Aber das werden wir hier nicht mehr erleben. Ich werde noch voll machen und abtanken, dass der nächste Tag dann gleich frisch, fromm, fröhlich weitergeht. Denn wir sind wieder am Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jase.